Nun, Technik ist etwas Wunderbares. Wir können mit Hilfe von Computern und dem Internet nicht nur viele Aufgaben schnell erledigen, sondern durch soziale Netzwerken auch mit unseren Freunden in Kontakt bleiben. Außerdem kann man sich prima mit YouTube und Computerspielen die Zeit vertreiben. Doch allerdings gibt es dabei auch leider eine Schattenseite, denn einige Menschen können kaum noch auf solche Dinge verzichten. Dabei können wir sogar von virtuellen Drogen sprechen. Und obwohl sie virtuell sind, können sie also doch in unserem realen Leben eingreifen. Doch was alles dazugehört und was man überhaupt unter sogenannten Audiodrogen versteht, das wollen wir in unserem Video zeigen. Im Hintergrund hören Sie gerade ganz normale Musik. Sie scheint nichts Besonderes an sich zu haben, doch würden wir ein paar bestimmte Töne hinzufügen, könnten Sie sogar schon Audiodrogen konsumieren. Allerdings tun wir dies nicht. Doch Musik dient noch zu viel mehr als nur zur Unterhaltung oder der Entspannung. Wir möchten nun einmal über den Audiodrogen, welche auch Binaural Beats genannt werden, sprechen. Denn im Prinzip sind es ganz einfache Töne, die jedoch eine kleine Besonderheit haben und dadurch viele unterschiedliche Wirkungen hervorrufen können. Allerdings können solche Binaural Beats auch nur über Kopfhörern konsumiert werden, da kann unser Radio also leider nicht mithalten. Und wieso das so ist, das erklären wir gleich. Wollen wir nun erst einmal die Funktionsweise von Audiodrogen erklären, um zu sehen, wie diese überhaupt zustande kommen. Zunächst einmal benötigt man, wie bereits erwähnt, Kopfhörer, da hier unterschiedliche Töne an jeweils einem der beiden Ohren übertragen werden können. Auf der linken Seite lassen wir beispielsweise einen Ton mit einer Frequenz von 90 Hz über die Kopfhörer abspielen. Diese alleine bewirkt jedoch noch nichts Besonderes. Auf dem anderen Ohr hingegen lassen wir einen Ton mit einer Frequenz von 100 Hz abspielen. Nun hören wir auf beiden Ohren also unterschiedliche Frequenzen, welche den Unterschied jedoch noch nicht bemerken. Allerdings tut dies unser Gehirn. Wir haben hier eine Differenz von 10 Hertz, welche in unserem Gehirn bei dem Hören unseres Beispiels erst so richtig spürbar werden. Dies ist auch beabsichtigt und entsteht, dass sich beide Hirnhälften regelrecht auf den Ton einstimmen wollen. Dadurch kommt auch dieses bekannte Wummern zustande, was beim Hören von Binaural Beats auftritt. Doch was genau bewirken überhaupt diese Binaural Beats? Man hört sich diese Musik schließlich nicht umsonst an. Nun, laut Herstellern und Nutzern von Binaural Beats soll man sich besser konzentrieren können, lernfähiger sein, luzide Träume einleiten, besser einschlafen können, sich entspannen können, kreativer sein und so weiter. Anscheinend haben Audiodrogen also sehr viele mögliche Wirkungen. Jedoch gibt es auch viele Nebenwirkungen, worüber man auch häufig liest. Vor allem Kopfschmerzen sollen beim Hören auftreten, aber auch Schwindelgefühle, Übelkeit und allgemeine Schwäche. Zudem sollte man erwähnen, dass Herzkranke oder Epileptiker sogar Anfälle beim Hören bekommen können. Daher ist es gerade für diese Menschen gefährlich und deshalb sollten auch Kinder ihre Finger davon lassen. Viele fragen sich wahrscheinlich, wo es solche Audiodrogen überhaupt gibt. Nun, es gibt sie in Deutschland, England, Frankreich, Australien, Österreich und, naja, im Prinzip weltweit, da sie im Internet verfügbar sind und somit auch so gut wie von jedem konsumiert werden können. Vor allem auf Musikplattformen kann man solche Audiodrogen finden. Dazu gehören natürlich YouTube, Soundcloud und so weiter. Also entweder kostenlos oder meistens auch gegen einen gewissen Entgelt kann man diese Audiodrogen erwerben. Doch wie dem auch sei, es ist zudem nicht sonderlich schwer, solche Binaural Beats mit Hilfe von einigen Programmen oder auch Webseiten selbst herzustellen, wobei die tatsächliche Wirkung dieser Töne sowieso umstritten ist, denn bei den meisten treten eher die Nebenwirkungen auf als positive Effekte, weshalb wir auch von der Benutzung eher abraten. Kommen wir nun noch zu einem anderen Thema dieses Videos, nämlich der Sucht nach sozialen Netzwerken. Prinzipiell kann man von so ziemlich allem süchtig werden, ob von Schokolade, Audiodrogen oder auch von Sport. Fast alles auf dieser Welt besitzt einen gewissen Suchtfaktor. Allerdings wollen wir vor allem über soziale Netzwerke sprechen. Dazu zählt nicht nur Facebook, sondern auch andere Netzwerke und Plattformen wie zum Beispiel WhatsApp, Twitter, ICQ, Google+, Steam, Origin und so weiter. Wie Sie sehen, kann man von so ziemlich allem süchtig werden. Doch nur weil man mal ein Computerspiel spielt oder öfters auf Facebook online ist, heißt es schließlich noch lange nicht, dass man auch süchtig ist.
Lediglich sollte man darauf aufpassen, dass man sein gesamtes Leben nicht nur noch auf diesen Plattformen verbringt. Denn außerhalb der virtuellen Welt gibt es natürlich auch noch echte Menschen und Freunde, mit denen man etwas unternehmen kann. Wer auch mal einen Tag ohne den PC oder dem Smartphone auskommen kann oder in seiner Freizeit nicht ständig daran denkt, der braucht doch keine Angst zu haben, süchtig zu sein. Es ist also nicht schlimm, mal ein Computerspiel etwas länger zu spielen oder ein bisschen mehr Zeit auf sozialen Netzwerken zu verbringen. Falls man jedoch merkt, dass man eventuell abhängig sein könnte, da man keine Minute mehr ohne dem kann, dann sollte man Freunde und Bekannte vielleicht um Hilfe bitten, sowie eventuell auch ärztlichen Rat aussuchen. Oder einfach mal Achterbahn fahren. Ja, Achterbahn fahren lenkt wohl sehr gut von solchen Sachen ab. Somit, danke fürs Zusehen. Ja, und falls Sie vielleicht noch ein paar andere Videos von meinem Kanal sehen wollen, dann können Sie hier gerne eins von denen anklicken. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. I'm not going to do that.